Herzlich willkommen zum Because Feelings Matter Tag. Ich wurde mal wieder, ja, Überraschung, Überraschung, von Mimibook getaggt. Danke dafür. Ja, der Tag ist schon ein bisschen her, also seitdem ich nominiert wurde. Das liegt einfach daran, dass ich die Fragen diesmal nicht ganz so einfach fand zu beantworten. Und mir haben die Fragen teilweise auch nicht so gut gefallen, wie sie gestellt wurden. Oder ich fand es ein bisschen schwierig, sie zu definieren oder was genau gemeint worden ist. Aber das Thema selbst, also Emotionen, wie Bücher Emotionen zeigen können, finde ich toll. Aber vielleicht hätte ich die Fragen etwas anders gestellt. Aber egal, die Fragen sind jetzt so und ich habe mir auch die Bücher jetzt rausgesucht und werde euch sie vorstellen. Es sind acht Fragen und jeweils dazu gibt es immer eine Emotion und dazu wird dann ein Buch gezeigt. Fangen wir an. Erste Frage: Welches Buch gibt dir das Gefühl, dass du dich selbstbewusster fühlst in Bezug auf dich oder dein Leben? Das finde ich schon fast die schwerste Frage, denn ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen, wo ich danach sagen würde, oh ja, jetzt bin ich selbstbewusster. Durch den oder jenigen Kniff oder durch irgendeine Situation im Buch oder dass ich mich während des Lesens irgendwie selbstbewusster gefühlt habe. Jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern kann. Ich bin jetzt mein Bücherregal durchgegangen und habe jetzt kein Buch gefunden, wo das zutrifft. Ich habe jetzt aber ein Buch ausgewählt, das mein Leben sehr, sehr lange begleitet hat, beziehungsweise immer noch begleitet und auch beeinflusst hat. Das ist einfach meine allerliebste Reihe, und zwar Harry Potter. Ich habe jetzt hier einfach mal den ersten Band rausgesucht. Ja, seitdem ich 11 Jahre bin, jedes Jahr ein Harry Potter Buch, da freut man sich drauf. Und es hat einen schon beeinflusst und irgendwie, ja, einfach bewegt. Und ja, ich weiß nicht, ob es mich selbstbewusster gemacht hat, aber ja, es ist einfach eine Leidenschaft. Und einfach in dieser Welt träumen zu können. So, ja, allgemein ist es sehr, sehr schwierig, euch nicht jedes Mal Harry Potter zu zeigen. Also auch zur nächsten Frage könnte ich euch eigentlich auch schon wieder Harry Potter zeigen. Welches Buch lässt dich mit den Charakteren extrem mitfühlen? Ja, dadurch, dass man bei Harry Potter die Figuren schon so gut kennt und irgendwie auch mit denen mitgewachsen ist. Also die sind ein Jahr älter geworden, man selbst ist ein Jahr älter geworden. Hat man sich schon mit denen, also dass man sich sehr gut mit denen identifizieren konnte und mit denen mitfühlen konnte. Aber ich möchte euch ja, wie gesagt, nicht jedes Mal Harry Potter zeigen, deswegen habe ich euch ein anderes, was ich euch schon mal in die Kamera gezeigt habe, nämlich Der goldene Kompass von Philip Pullman. Ja, auch wieder eine meiner Lieblingsreihen. Und weil hier einfach extrem Mitfühlen stand, also wo man wirklich mitgefiebert hat und ein extremes Gefühl empfunden hat, da ist mir eine besondere Situation oder Szene eingefallen. Hier ist es ja so, dass in dieser Welt jeder Mensch einen Begleiter bekommt. Und dieser Begleiter ist in sehr, sehr besonderer Weise verbunden mit einem. Also wenn du Schmerzen spürst, dann spürt er auch Schmerzen und andersrum. Und es ist einfach eine unsichtbare Verbindung da. Also im Grunde ein verlängerter Arm oder ein weiterer Arm. Und die können sich auch nicht so weit voneinander entfernen. Und ja, das ist halt, die sind in der Gestalt von Tieren. Und es gibt halt eine Szene, wo diese innige Verbindung getrennt wird, auf brutalste Art und Weise, mit einer Guillotine, könnte man sagen, um Energie zu gewinnen. Und das fand ich so grausam. Und ja, nicht nur diese, ja, und danach, was denn mit den Personen passiert, dass die einfach nicht mehr sie selbst sind und als wäre die Seele aus einem rausgesogen. Und da gibt es halt auch eine Szene mit so einem kleinen Jungen, der sich so an so einen toten Fisch klammert und sagt, als wäre das irgendwie sein Dämon, so nennen sich die Begleiter. Und ich weiß nicht, das hat mich so mitgenommen und ja, daran erinnere ich mich halt und deswegen, das ist wirklich ein extremes Gefühl und da habe ich wirklich extrem mitgefühlt. Drittens, welches Buch gibt dir das Gefühl, dass du ängstlich bist?
Ja, ich glaube, das ist relativ schwer eigentlich, weil ich lasse mich sehr gerne gruseln. Ich le lese sehr gerne was Gruseliges, was Atmosphärisches. Und es ist aber sehr schwierig, das hinzukriegen, dass ich wirklich irgendwie Angst bekomme. Und das geht im Film vielleicht etwas leichter. Aber mir ist ein Buch eingefallen, wo ich tatsächlich so ein bisschen Verfolgungswahn hatte, wo ich abends gelesen habe im Bett und dann kam irgendwie ein Geräusch und ich bin wirklich hochgeschreckt und musste mich erstmal umgucken. Und ich glaube, das war bisher der einzige Moment, dass mir das passiert ist. Und deswegen habe ich mich für dieses Buch entschieden. Das Buch der Toten Tage von Marcus Sedgwick. Es ist schon ewig her, dass ich das gelesen habe, aber ich erinnere mich halt an diesen einen Moment, wo ich diesen Verfolgungswahn hatte und wo ich auf einmal so hoch, ich war wirklich sehr versunken, dieses Buch, und auf einmal war irgendein Geräusch in meinem Zimmer. Ja, da habe ich doch einen Schreck bekommen und da könnte man schon sagen, dass ich ängstlich war. Vom Inhalt weiß ich nicht mehr so viel, außer dass der Protagonist ein Assistent von einem Magier war und ja, wie man schon sieht, es spielte dann auch in Gruften oder in auf Friedhöfen. Will ich auf jeden Fall nochmal lesen und es gab auch einen zweiten Band dazu. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Zur vierten Frage. Welches Buch gibt dir das Gefühl, dass du genervt bist? Ja, es ist auch wieder eine Interpretationsfrage. Nervt mich das Buch? Der Schreibstil, ein Protagonist, kann einen ja vieles nerven. Ich habe jetzt einfach mal ein Buch rausgepickt, wo mich einmal der Protagonist genervt hat und noch was anderes. Ich zeige euch jetzt mal das Buch. Das ist dieses hier, Die Träume des Jonathan Jabbok von Ralph Isau. Mal davon abgesehen, dass es wirklich ein sehr, sehr schönes Cover ist, aber der Protagonist war wirklich ein Alleskönner und totaler Held und das hat mich wirklich genervt. Also sie kommt dann in dieser Welt, in dieser Fantasy-Welt, in der er sich befindet, immer in Schwierigkeiten, aber er kann sich immer befreien, er braucht keine fremde Hilfe und er ist immer der Held und ja, also das hat mich unglaublich genervt. Und dann weiß ich, das ist halt eine Trilogie und hier der erste Band davon und weiß ich auch noch, dass da sehr viel Religion mitgespielt hat. Das finde ich gar nicht mal so schlimm und ich finde auch immer die Thematik Religion, wenn da die Figuren so ein bisschen thematisiert werden und da so ein bisschen in Frage gestellt wird und ein bisschen, ja, das ist, finde ich schon interessant, diese Mythen und Sagen, wenn das dann ein bisschen aus der Religion kommt, finde ich irgendwie toll. Aber hier war das so festgesetzt und es wurde halt nicht in Frage gestellt und das fand ich, war ein bisschen fanatisch, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es war mir einfach zu doll religiös irgendwie. So, als nächstes. Welches Buch gibt dir das Gefühl, dass du enttäuscht bist? Da hatte ich relativ schnell ein Buch. Ja, wann ist man enttäuscht von einem Buch? Wenn man besonders große Erwartungen hat und die nicht erfüllt werden oder wenn man einfach was anderes erwartet hat. Und das war bei diesem Buch der Fall. Der unsterbliche Alchemist. Die Geheimnisse des Nicholas Flamel von Michael Scott. Also das Cover ist ja wirklich der Hammer und das ist auch einer der Gründe, warum ich mir das Buch gekauft habe. Aber hauptsächlich habe ich mir es gekauft wegen Nicholas Flamel. Ich bin ja halt so ein großer Harry Potter Fan und da habe ich halt auch Nicholas Flamel kennengelernt und die Geschichte hat mich auch da schon ziemlich interessiert. Nur hat man über die Figur nicht allzu viel erfahren. Und ich dachte, hier wird noch ein bisschen mehr darauf eingegangen, wer Nicolas Flamel war und wie er den Stein der Weisen erfindet oder herstellt. Und ich dachte, das wäre so ein bisschen die Story. Und das geht aber völlig davon ab. Und Nicolas Flamel kommt auch nur am Rande vor und ist nicht die Hauptperson. Und hier werden auch so viele Mythen und Sagen reingequetscht und viel zu viel. Und ja, das hat mich ja nicht so überzeugt, leider. Ich weiß, dass viele die Reihe toll finden. Und vielleicht werde ich der Reihe nochmal eine Chance geben, indem ich einfach ich denke jetzt anders darüber und weiß, was mich erwartet und dass es nicht in diese Richtung geht, dass ich dem einfach nochmal eine Chance gebe. Aber das hat mich einfach zu der Zeit sehr, sehr enttäuscht, dass es da nicht um die Sage von Nicolas Flamel ging, sondern im Grunde eine ganz andere, neue Geschichte mit
so vielen Mythen reingequetscht, das war nicht schön. Sechstens, welches Buch gibt dir das Gefühl, dass du verwirrt bist? Ja, da habe ich ein Buch rausgesucht, was ich eigentlich ganz, ganz cool finde. Und zwar das Buch von Wolfgang und Heike Holbein. Ich bin ja eigentlich nicht so der Holbein-Fan, aber das Buch hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber es war teilweise halt sehr verwirrend, weil in dem Buch ist es nämlich so, dass alles, was jetzt in unserer Realität passiert, in einem Buch festgehalten wird. Und wenn man dieses Buch verändert, dann verändert sich auch die Realität. Und da wird halt so ein bisschen in dem Buch drin rumgefuscht und so ändert sich auch die Realität. Und dann im nächsten Kapitel ist es dann so, wie es verändert wurde. Und da wird nicht weiter drin erläutert und die Figuren erinnern sich dann auch teilweise nicht so richtig an das, was vorher war. Und ja, der Leser bekommt halt auch nicht unbedingt eine Spur. Ich finde es eigentlich interessant, weil man dann erst mit der Figur erst wieder herauskriegen muss, im Moment, das ist jetzt eine veränderte Realität und das ist alles gar nicht wahr. Ist irgendwie schon interessant, da mit ihr mitzufiebern und mitzuüberlegen, was ist da passiert. Aber wenn man nicht weiß, dass das alles so nach und nach erst aufgeklärt wird, da denkt man, hä, warum verstehe ich denn das jetzt nicht? Warum, was ist denn da jetzt, habe ich irgendwas übersprungen? Oder ja, dann geht man noch, blättert mal ein paar Seiten zurück, liest noch mal ein bisschen. Ja, da war man tatsächlich manchmal ein bisschen verwirrt, aber es ist vielleicht auch ein bisschen so gewollt gewesen. Wenn man es jetzt noch mal lesen würde, dann ist es vielleicht auch was anderes. Ja, viele Bücher muss man einfach mindestens zweimal lesen. Und das gehört vielleicht auch dazu. Ich finde es ja immer toll, wenn Bücher Bücher thematisieren. Und das ist hier zum Beispiel eins. So. Siebtens. Welches Buch gibt dir das Gefühl, dass du zufrieden bist? Ja, da könnte ich teilweise auch wieder Harry Potter zeigen, obwohl mich Harry Potter auch mal ein bisschen sehnsüchtig macht, weil ich finde die Welt einfach so schön, dass ich am liebsten mich da rein... ja, zoomen möchte und ich weiß nicht, ob man das denn zufrieden nennen kann und nachher die späteren Bände sind auch einfach zu aufwühlend dafür. Ich habe jetzt ein Buch ausgesucht, was ein Kinderbuch ist und zwar Peterchens Mondfahrt von Gerd von Bassewitz. Das Buch selbst habe ich jetzt noch gar nicht so oft gelesen, aber ich habe das oft als Hörspiel gehört und auch immer zum Einschlafen. Ich finde, das ist eine wundervolle Einschlafgeschichte und auch das Hörspiel, das wirklich sehr, sehr schön vertont ist. Und ich finde es einfach eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Und um abzuschalten zu können und um sich ein bisschen... Es ist halt eine sehr ruhige Geschichte. Klar, es ist auch ein bisschen spannend, aber gerade der Anfang ist eher so ein bisschen verträumt. Und ja, es könnte man schon sagen, dass es einen irgendwie zufrieden macht und beruhigt. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Welches Buch gibt dir das Gefühl, du könntest dich sehr gut mit den Protagonisten identifizieren? Das fand ich wieder eine sehr, sehr schwierige Frage. Geht wieder so ein bisschen in die Richtung von der ersten Frage. Ich habe wirklich kein Buch, wo ich sagen würde, ja, diese Person, dieser Protagonist ist genauso wie ich und ich könnte mir vorstellen, dass ich das wäre, dass ich genauso handeln würde oder immer. Also ich finde immer einen Unterschied. Aber wo man sich wirklich gut reinversetzen kann, kann ich wieder Harry Potter sagen. Aber ich habe mir jetzt mal ein Buch rausgefischt, und zwar Bridget Jones. Da mag ich ja die Filme ultra gerne. Und das ist, ich glaube, das hatte Mimi Book auch gezeigt bei ihrem Tag, dass sie diese Filme zufrieden macht. Und das ist genau bei mir genau dasselbe. Also wenn ich diese Filme gucke, das ist einfach so ein Gute-Laune-Film und so ein Seelenstreicher-Film, kann man sich immer wieder antun. Jetzt habe ich aber für die achte Frage mit dem Protagonisten identifizieren. Ich finde einfach, Bridget Jones ist so schön realistisch und realitätsnah. Und sie macht sich halt auch so super viele Gedanken. Und das geht mir häufig auch so. Und ihr passieren immer so schön viele peinliche Dinge, wo man selber auch immer denkt, oh ja, das hätte ich auch sein können. Oh, wenn mir das passiert, wäre mir das auch ultra peinlich. Klar, es ist auch ein bisschen überspitzt hier, aber das finde ich sehr, sehr sympathisch, weil es halt nicht so perfekt ist. Deswegen kann man sich gut in sie hineinversetzen.
in den ersten Bänden oder in den ersten Teilen vielleicht noch mehr als hier, weil hier hat sie halt schon Kinder und ist schon älter und ja, das kann ich jetzt vielleicht noch nicht ganz so mit nachvollziehen. Aber stellvertretend alleine für die Figur zeige ich das Buch. Ja, das waren die 8 Fragen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl ich jetzt nicht ganz so zufrieden bin mit meinen Ergebnissen, mit meinen vorgestellten Büchern und weil es nicht ganz hundertprozentig immer gepasst hat. Und ja, weil ich mir vielleicht noch ein bisschen schwierig fand, die Fragen zu deuten und sie vielleicht etwas anders gestellt habe. Aber egal, jetzt ist es wieder an der Zeit, andere Leute zu nominieren. Und ich habe mir 4 Leute rausgeschrieben. Einmal Joyful Moments. Würde mich freuen, wenn du mitmachst. Denn die Bücherfluse, die hat sich letztes Mal so darüber gefreut, dass ich sie getaggt habe. Und dann dachte ich, dann ist es doch schön. Und deswegen tagge ich dich nochmal und hoffe, dass du wieder Spaß daran hast. Dann nominiere ich Anna Eule, die hat mich auch getaggt. Und da dachte ich, tagge ich sie zurück und ich höre ihr auch sehr gerne zu bei ihr und oder gucke ihre Videos sehr gerne. Sie hat so eine schöne, ruhige Art und so eine schöne samtdänische Stimme, könnte man sagen. Und als letztes noch Passion for Books, die auch gerne von mir getaggt wird. Ich weiß, dass sie noch nicht alle Tags gedreht hat, aber ja, kommt halt mit auf deine Liste. Ja, ich grüße euch alle und ich freue mich auf eure Videos. Gut, dann war's das von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.